Hallo und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Für mich sind wieder ein paar Sekunden vergangen, für euch wieder mal ein paar Tage. Ja, ich habe jetzt zwischendurch nicht gespeichert, aber ich hoffe, man hat jetzt automatisch gespeichert. War ja zumindest das Symbol da unten in der Ecke zu sehen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es getan hat. Und wir starten gleich mal ins erste Rückrundenspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Momentan Dritter der Bundesliga, danach geht es gegen Schalke, auch recht gut positioniert. Könnte schwierig werden, könnte sehr schwierig werden, beide Spiele. Ich hoffe natürlich als Spieler, also nicht als Spieler, sondern hier als Manager, Trainer von Hannover 96, dass wir durch Leitner neue Power im Mittelfeld haben, neue Kraft und auch den Drittplatzierten mal einen kleinen Schock zufügen können. Hannover gegen Hoffenheim. Das erste Rückrundenspiel beginnt. Boah, zum Glück. Sah ihm aus, als wenn er sich aufgehängt hätte. Mann, bei FIFA 13 kann man ja nie wissen. Sehr gut. Machen wir nochmal. Diesmal machen wir es so. Oh, sehr gut. Juve zeigt gleich wieder, warum er heute so eine richtig gute Klasse hat. Ah, der Ball ist im Tor. Toll. Der Ball ist nicht im Tor. Wunderschön. Juve, was war das denn? Ja, komm. Nein! Der wäre doch noch reingegangen. Ja, das sieht super klasse aus. Mann, bin ich gut. Ja. Da ist Leitner. Ist natürlich gleich mal in der Vollaufnahme recht billig gekommen, aber es wurde als wichtiger Stammspieler betitelt beim Eintritt in Hannover 96, bei Hannover 96. Ich stehe deswegen auch gleich bei der ersten Partie der Startelf. Muss ich heute natürlich auch beweisen. Weil wer keine Leistung bringt, kann auch kein wichtiger Stammspieler werden. Das sollte ihm klar sein. Sollte hier nicht mit der Meinung ankommen, ja gut, komme ich mal her, bin eh wichtiger Stammspieler, keine so La-La-Leistung herbringen. Nein. Bei uns steht jeder auf der Probe. Und wenn einer keine gute Leistung zeigt und ein potenzieller anderer Kandidat auf seiner Position gute Leistung zeigt, dann kann man da schnell mal runterfliegen. Hat man bei Andreasen gesehen, wo Schmiedebach für kam. Und hat man bislang auch vorne im Sturm gesehen, dass jetzt trotz wegen den beiden guten Leistungen in den letzten Partien Sobich wieder in der Startelf steht. Lichtjak und dann, der wieder fit ist, auch nicht Schlaudraff, der nach ganz langem wieder fit ist. So, wir dürfen hier natürlich jetzt nicht so lässig rangehen wie gegen Düsseldorf oder Cottbus eben. Denn das ist ein anderes Kaliber. Das sind beides andere Kaliber, die uns heute hier gegenüberstehen. Und da sollten wir wirklich aufpassen. So. Cirandolo, der auch durchaus bessere Leistung bringen könnte. In der Verteidigung werde ich jetzt wohl gleich nochmal gucken. Zwischen den beiden Spielen, ob ich da noch was kriege, Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger. Saka ist zwar noch ein Talent, aber ich bin mir da nicht sicher, ob das viel werden kann mit ihm. Da würde ich mir lieber einen recht guten kaufen. Ist nochmal angezeigt. Juve, 17 Saisontore momentan mit Derdiok und Schürrle auf Platz 1. Gegen Derdiok spielen wir im Direktduell, das heißt, wenn Juve trifft, Derdiok nicht. Dann hat er einen Konkurrenten schon mal erstmal hinter sich gelassen. Aber dafür müssen wir uns auch ordentlich anstrengen heute. Konditionell sollte bei allen wieder okay sein. Hatten jetzt hier über eine Woche Pause. Sogar mehr als zwei, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, sogar 3 Wochen waren es. Da sollte man wieder fit sein. Müssen wir jetzt auch Zugriff auf unseren vollen Kader haben. Momentan sollte keiner mehr verletzt sein. Mit Schlaudraff ist der Langzeitverletzte zurückgekehrt. Noch ein bisschen angeschlagen war er zuletzt. Aber immerhin wieder einsatzfähig. Guter Pass von Sobich auf Juve. Was macht er? Er schlägt die Flanke rein, aber die war nicht gut. Da kann Wiese zustimmen. Tim Wiese. Haut den Ball auch erstmal vorne weg. Schröck. Ah. Da muss Zieler rauskommen. Das macht er auch.
klärt die Situation erstmal. Bislang war Leiter noch nicht zu sehen. Vielleicht kommt das noch. Schuf. Oh, da wäre er fast von Verteidiger der Hoffenheimer zu Stindl zu Sobich gesprungen. Und das hätte dann eine ganz gefährliche Situation sein können. Das war die erste Aktion, die ich jetzt mitbekommen habe von Leitner. Und die war gar nicht schlecht. Den Ball direkt angenommen und weitergeleitet zu Sobich. Das war nicht schlecht. Aber an solch einer kleinen Einzelaktion kann man ja auch nicht die Leistung eines ganzen Spielers ausmachen. Aber für mich ein sehr spielversprechender, sehr junger und dafür schon recht gut bewerteter Spieler. Ja, der noch einiges vor sich hat. Schuf auf Schmiedebach. Gute Kombination bislang von Hoffenheim, noch nicht so viel zu sehen. Und es gibt jetzt auch den ersten Eckball. Den bringt Schmiedebach rein. Den zweiten Eckball war das, glaube ich, sogar schon. Ja, wir hatten ja schon einen. Und der war auf jeden Fall gefährlicher als der erste. So. Dann war Rushdie. Über links ging heute bislang noch nicht viel. Rushdie auf Juf, gut gemacht. Schmiedebach verliert den Ball. Leitner ist hier geblieben, der defensivere Mann in dieser Situation. Ist ja von seinen Grundanlagen her kein zentral defensives Mittelfeld, sondern ein zentrales Mittelfeld und damit sogar etwas offensiver angesiedelt als Schmiedebach. In dieser Situation blieb aber eher hinten. Wobei Schmiedebach seine Rolle ja auch eher etwas offensiver auslegt bislang. Ist ja öfter mal bei Vorstößen mit nach vorne gekommen. Ah, so bin ich. Idee war nicht so schlecht. Umsetzung war mittelmäßig. Aber Schmiedebach hier aggressiv, aber effektiv den Ball wieder erobert. Der will natürlich jetzt auch mal beweisen, dass er hier nicht möglicherweise noch seinen Platz an Pinto verliert, der jetzt hier auch wieder von der Bank drückt. Muss sich natürlich auch beweisen jetzt wieder, nachdem Leitner als Konkurrent gekommen ist. Vorher hatte man ja nicht wirklich die Konkurrenz. Andreas und jetzt dann eher mit schlechteren Leistungen glänzen können hier. Oder auf sich aufmerksam machen können. Damit gab es ja eigentlich keine Alternative an Pinto und Schmiedebach. Jetzt ist eine neue Alternative dazu gekommen und das sollte Schwung in den Kader bringen. Ein bisschen die Bayern-Methode. Konkurrenz aufbauen, um Leistungssteigerung zu bringen. Schmiedebach wieder mit vorne. So bin ich. Was macht er? Er kann den Ball nicht lange genug halten, um zum Abschluss zu kommen. Aber Hannover bislang offensiv aktiver als die Hoffenheimer, die bislang ja eher so ein bisschen wartend agieren, mit langen Bällen vorne der Diok bedienen wollen, wie in dieser Situation. Aber bislang konnten sie nicht viel damit machen. Und so schlagen wir uns doch eigentlich ganz gut gegen den Dritten der Bundesliga. Gegen Hoffenheim. Juf. Wieder. Da ist Rushdie. Leitner. Oh, so viel Ausdauer hat er gar nicht. Da ist Suppig! Das war der erste ernstzunehmende Schuss. Und der war etwas am Tor vorbei, aber da hätte Wiese gar nicht mehr so gut hinkommen können, wenn der aufs Tor gegangen wäre. War schon gefährlicher, die Situation. Hat mich jetzt sehr gewundert, dass Leitner schon so viel Ausdauer verloren hat. Weil er bei Dortmund wahrscheinlich gar nicht so oft gespielt hat und ich habe ihn bislang noch nicht so viel laufen sehen. Schüsse war bislang eher Mangelware. Aber wie gesagt, offensiv waren die Hannoveraner bislang aktiver. Hatten zwar nicht wirklich die Chancen, wie gesagt, eben eigentlich ist der erste Schuss von Sobich, aber sind schon öfter in die Nähe des Hoffenheimer Strafraums gekommen. Spielen sie auch ziemlich defensiv da hinten, die Hoffenheimer, wo dann doch ein bisschen gemerkt, dass die Hannoveraner durchaus angreifen wollen. Das war jetzt der zweite Schuss von Sobich, der war eher mittelmäßig. Aber mal wieder ein Zeichen. Auch mal probieren aus dieser Distanz. Wenn man nicht so ganz durchkommt. So, Schröck. Auf Weiß. Oben ist Johnson.
Jetzt mal ein Spielaufbau der Hoffenheimer. Der vielleicht erste im Spiel. Rudi. Der Diok. Die haben sich in der zweiten Hälfte wohl was vorgenommen. Die wollen offensiver jetzt auch mitspielen. Na klar. Ein Punkt hinter dem Tabellenersten. Da will man natürlich gleich mal am ersten Spieltag Druck aufbauen. Sollten natürlich dabei die Defensive nicht vernachlässigen. Das war jetzt nicht so gut von Harry. Macht seinen Fehler aber wieder gut, indem er da am Mann bleibt. Und die Anspielsituation, die Anspielstation damit dicht macht. Beck, schlechter Pass, Leitner dazwischen. Und der spielt gleich mal nach vorne auf Juve. So Bich, Juve. Ah, den hat er schlecht angenommen. Bislang ist das jetzt gerade so ein Hin und Her in der zweiten Hälfte. Weiterhin keine Torchancen bislang. Oder keine richtigen Torchancen. Panda, Juve. Wieder über links, wieder über Husti. Der im Laufduell mit Beck. Ja, kann da nicht mehr wirklich einen gezielten Ball in die Mitte spielen. Es gibt Abstoß und es gibt den ersten Wechsel. Roberto Firmino kommt für Saliovic. Erste Reaktion vom Hoffenheimer Trainer. Der natürlich weiß, als Tabellendritter müssen wir hier mehr bringen. Vukcevic. Beck. Wieder Vukcevic. Da war Panda, meine ich, am Mann geblieben. Aber die Flanke war alles andere als gut. Aber den konnte Filippo nicht wirklich klären da hinten. Der Diok. Wenn der bei dem Ball hat, dann wird es gefährlich. Aber Agu im zweiten Versuch dann den Ball rausbekommen. Es geht wieder nach vorne. Wieder über Schmiedebach. Wieder über Juve. Pass war schlecht. Konterchance Hoffenheim. Nein, Juve wieder mit zurück in die Defensive gegangen. Macht er ja in letzter Zeit etwas öfter. Damit den Ball abgefangen. Das geht schnell nach vorne über Husti. Diesmal kann er eine Flanke bringen. Die wird aber abgeblockt. Husti kommt nochmal an den Kopfball. Chaos da im Strafraum der Hoffenheimer. Am Ende können sie den Ball rausschlagen. Roberto Firminios erste wirkliche Aktion. Pass auf Rudi. Der sieht vorne Vukcevic. Felipe kommt da mit Tempo an. Vukcevic wird nach außen gedrängt. Beck. Flanke sollte kommen. Soll auch kommen. Aber da ist Husti im Weg. Und es geht wieder in die andere Richtung. Schmiedebach. Juve. So bin ich. Will auf Juve spielen, aber da ist Wiese. Sieht momentan sehr nach 0-0 aus. Torchancen sind extreme Mangelware in diesem Spiel. Die Defensivreihen stehen beide recht dicht und beide recht sicher. Leitner, vor allem in der Zweikampfstärke, überragt er bislang ziemlich. Da geht wenig verloren. Jetzt mal eine Chance. Roberto Firmino, der Diok, Überzahlspiel der Hoffenheimer. Da konnte Chirondolo noch stören und Zidane kann damit abwehren zur Ecke. Erster vernünftiger Torschuss, vielleicht sogar der erste Torschuss der Hoffenheimer. Jetzt wechselt auch Hannover 96 das erste Mal. Energie ist nicht mehr so toll bei allen. Rausch kommt rein und ich bringe Jaco Nan mal wieder für Juve. So. Die linke Seite wird damit etwas mit, ja, mit fitteren Spielern besetzt. Da wollen sie jetzt etwas mehr drüber gehen. Oh, den erzieht er dann. So, ruhiger Spielaufbau, 76. Minute gegen Tabellendritten, ist ein Unentschieden ganz gut. Aber wenn sie so offen stehen, dann kann auch mal ein Rausch durchgehen. Rausch. Ah, schade. War er ganz frei, konnte ganz frei laufen von der Mittellinie bis hierher. Und haut den Ball dann an Wiese. Panda macht jetzt mal die Ecke. Panda, nee, war nichts. Freut Vukcevic, wenn sie es schnell machen, könnte das eine Konterchance werden. Nach gegnerischer Ecke, der Diok. Aber Panda ist schnell wieder hinten. Kann die Situation auch wieder klären. Rausch. Ja, Konan. Den Ball hoch auf Rausch. Der macht ein ganz gutes Spiel bis hierhin. Rausch!
Seine zweite Aktion, sein zweiter Schuss, und der war besser als der erste. Er hat damit schon mehr Offensivaktion als die ganze Hannoveraner Mannschaft. Und das in seinen 5 Minuten, die er bislang auf dem Platz ist. Und nicht nur mehr als die ganze Hannoveraner Mannschaft, mehr als alle auf dem ganzen Spielfeld. Denn auch Hoffenheim hatte bislang erst eine. Und die war auch eher so mittelmäßig. Juf. Ach, Juf. Ja, Konan jetzt natürlich. Ach. Da konnte Rausch den Ball nicht richtig annehmen. Und jetzt Beck, Laufduell mit Panda. Panda steht da recht sicher heute. Jetzt kommen sie mal einmal durch. Vukcevic, aber Panda wieder da. Vukcevic holt den Ball zurück. Das war unnötig. Und dann gerade noch so viel Liebe vor der Diop. Der da beinahe seine erste Chance auch reingemacht hätte. Jetzt 89. Minute. Sieht sehr nach 0-0 aus weiterhin. Auch wenn jetzt die Schlussphase etwas Offensivszenen stärker wird. Ja, Konan kommt nicht zum Schuss, aber Leitner kommt zum Schuss. Und Nachschusschance, Herr Konan. Ja, Hannover 96 jetzt mit mehr Offensivaktionen, aber halt noch kein Tor. Der Diok jetzt. Muss nochmal abdrehen, zu viel Hannoveraner Verteidiger und dann auch nochmal Girondolo da stark. Ah, was macht Stinde da? Unnötiger Freistoß. Unnötiges Foul, unnötiger Freistoß. Hoffen wir mal, dass das jetzt nicht bestraft wird in der 90. Minute. Kommt her, Fernschuss, Nachschuss, Chance! Und der war knapp und das Spiel ist aus. Hannover 96, die TSG 1899 Hoffenheim trennen sich mit 0-0. Damit ist der erste Punkt in der Rückrunde gemacht. Zieler, bester Spieler des Tages. Gucken wir nochmal auf die Spielinfo. Und die besagt, dass Hannover 96 mehr Torschüsse hatte. 2 durch Rausch, 1 durch Leitner. Ansonsten die Hoffenheimer 2-mal Derdiok, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, eher Torszenen arm, Torstrafraumszenen arm, das Spiel. Aber immerhin kann man sagen, ein Punkt gegen den Tabellendritten. Und das ist doch was. Jetzt kommt natürlich Schalke, die ich qualitativ höher einschätze, auch wenn Hoffenheim den besseren Tabellenplatz hatte jetzt momentan. Schalke ist ja nur einen dahinter. Vielversprechende Premiere von Leitner. Ja, das war nicht schlecht. Schalke, ja, ist halt nur diese 2 Plätze dahinter. Hoffenheim, ja gut, jetzt wegen, ja, weil Bayern noch ein Spiel weniger hat. Und wir haben nur 2 Tage Pause. Ah, musste jetzt auch nicht unbedingt sein. Da hätten sie ruhig ein paar mehr Tage zwischenpacken können. Gut, loben war Hannover 96 mal weiter. Und gucken, was das wird. Neuer schockiert Bayern mit Transferanfrage. Ach du Kacke. Bayern gewinnt Rennen um Mario Balotelli. Sie haben sich Balotelli für 30,5 Millionen gekauft, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Aber dafür Neuer weggeben ist natürlich ob sich das lohnt, weil Stark ist jetzt nicht so die super Alternative. Jetzt haben wir erstmal ein Angebot für Jakonan und 2,5. Das kannst du vergessen. Als ob das jemand annehmen würde, bitte. Die Form ist gut, die Moral ist glücklich. Theoretisch von den Werten her unser zweitbester Stürmer. Warum sollte ich den für 4,8 Millionen weggeben? So, Auswärtsspiel jetzt. Na, wie gesagt, ich denke, dieses Spiel wird schwieriger als das gerade eben. Denn gegen Schalke haben wir uns zu Hause schon schwer getan. Und jetzt das Auswärtsspiel. Na, ich denke mal, wir sollten hier mit dem Unentschieden zufrieden sein. Wie gegen Hoffenheim schon. Auch wenn man in die obere Tabellenhälfte möchte, wie wir, da muss man natürlich auch solche Spiele mal gewinnen. Dann wäre das gegen Hoffenheim aber eben meiner Meinung nach etwas leichter zu gewinnen gewesen als hier gegen Schalke. Aber im Fußball kann ja alles passieren. Und wer weiß, wie motiviert man unsere Spieler hier heute sind, gegen die Topstars vom FC Schalke 04 zu spielen. Buschi. Gibt Abstoß. Abstoß, Einwurf natürlich. In der gegnerischen Hälfte für Hannover 96. Juf. Nö.
Jetzt Konterchance, Draxler, die sind schnell, Fafan, Draxler, Affe, leider haben sie ein paar Schnelle in ihren Reihen. Draxler, das ist nicht das 1-0, gute Parade von Ron Robert Zieler. So, Rübicher eben nicht so präsent, aber allgemein alle Spieler, alle Stürmer waren nicht präsent. Rausch und Leitner, vielleicht die beiden besten offensiveren Spieler im Spiel eben gerade. Die beiden besten Spieler mit Ausnahme von den Verteidigern der beiden Mannschaften. Sowohl Juf als auch Jakonan oder so wie ich konnten im letzten Spiel nicht wirklich mit vielen Szenen glänzen. Wenn überhaupt. Aber man merkt jetzt schon, dass das ein anderes Kaliber ist hier. Holtby, Draxler und Hünteler wirbeln da vorne schon ordentlich. Wir hatten bislang noch keine wirkliche Chance. Chance hatten sie auch noch nicht, aber die wirbeln, wie gesagt, ziemlich. Aber jetzt Juf setzt sich da mal durch. Juf! Nein! Den wollte ich eigentlich rüberlegen zu Leitner. Hat also einen mitteldicken Ausschuss und Pass gemacht. Ach, ärgerlich. Das war eine Riesenchance. Hätte ich mir überlegen können, mache ich einen rein mit Juf oder spiele ich rüber zu Leitner? Ich wollte rüberspielen. Wie gesagt, war jetzt so ein Mittelding irgendwie. Freistoß jetzt. Für Schalke. Verfangen führt den aus. Es war aber keine Gefahr fürs Tor von Hannover 96, aber der Abwurf war schlecht. Holtby. Holtby, der macht das 1-0 nach Fehler Zieler. Da schenke ich die eigentlich schon geklärte Situation nach dem Freistoß, nach dem ganz, ganz schlechten Freistoß von Fafan, schenke ich mit diesem schlechten Abwurf den Schalkern nochmal den Ball. Und die machen das dann auch gleich rein mit Luis Holtby. Ein einziger kleiner Fehler und schon steht es 1-0 gegen uns. Jetzt wird es natürlich schwierig. Gegen Schalke, die auch starke Defensivspieler hatten, hier ein Tor zu erzielen, aber Juf gleich mal mit dem Zeichen. Und Panda mit der nächsten Ecke. Philippe. Ja, da kommen. Da gewinnen sie dreimal hinter einer den Konter. Das kommt bei Duell nicht, die Hannoveraner, und deswegen kommen die Schalke dann in den Konter. Über Draxler. Julian Draxler, Hüte da jetzt am Ball. Luis Holtby. Jermaine Jones. Wieder auf Holtby. Der Pass war gut, aber dann stand Fafan im Abseits. So, ich überlege gerade, wie ich jetzt spielen soll. Ich meine, wir hatten jetzt ja schon zwei Chancen, schon mehr als gegen. So zwei gute Chancen, schon mehr als gegen Hoffenheim allgemein. Der Schuss von Juf und die Schussflanke von Juf eben. So hochkarätige hatten wir ja gegen Hoffenheim gar nicht bekommen, allerdings ist auch Schalke jetzt offensiv stärker als die Hoffenheimer eben. Und vor allem führen sie. Ja, jetzt Offensivaktion. Sobich, Juf spielt wieder auf Sobich, Laufduell mit Martin gewinnt er und zieht eiskalt ab. 1-1, Arthur Sobich. Na, also doch sehr gut, dass wir den drin gelassen haben, den Jungen. Leitner sollte heute auch sehr motiviert sein als Ex-Dortmunder. Ja, gegen Schalke sollte man noch mal ein bisschen extra Motivation haben. Panetta jetzt, Fuchs, Schalke muss jetzt wiederkommen. Die können sich hier mit einem Unentschieden gegen Hannover eigentlich nicht zufrieden geben. Und das machen sie auch nicht. Eine Flanke und dann kommt da der Hunter angesprungen. Und überrennt einfach mal alle da hinten. Der überspringt da einfach mal. Agui reißt den mit um und haut das Ding in den Winkel des Tors von Ron Robert Zieler. 2-1, da haben sie nicht lange fackeln lassen. Die Schalker sind direkt mit der Antwort parat. Oder haben direkt die Antwort parat. Und führen wieder mit 2-1 gegen 96. Da sieht man halt die Qualität dieser Mannschaft, vor allem in der Offensive. Wie gesagt, heute die Verfahren haben noch einen Affelei. Dann haben sie einen Hünteler.
und auch im Verband mit Pupi und Marika nicht wirklich schlechte Spieler. Und ja, so eine Mannschaft zu haben, macht sich halt auch manchmal bezahlt. War das Abseits oder war es kein Abseits? Es war kein Abseits. Und es war auch kein Tor. Da war ich wieder nicht, lange nicht sicher, ob ich nochmal irgendwie überlegen möchte oder schießen. Und da habe ich mich jetzt wieder vom Überlegen entschieden. Und diesmal war es komplett falsch, denn da unten war keiner, den man direkt anspielen konnte. Ich hätte es mit Abziehen probieren müssen. Hinterher ist man immer schlauer. Banetta. Banetta! Wieder Flanke, wieder Tor. Hüntela. 3:1. Zwei Flanken, zwei Tore. Der Hunter ist eiskalt da vorne und lässt den Hannoveranern in der Defensive überhaupt keine Chance. Zweimal Kopfball, zweimal unhaltbar für Zieler. Einmal direkt in den Winkel, jetzt unter die Latte. Das war jetzt abseits von Nischti. Jetzt wird schwierig. Zwei Tore. Ist natürlich möglich. Aber auch dementsprechend schwierig. Felipe, gut gemacht. Jetzt in die Offensive. Da steht Hövedes gut zu. Deswegen kam Pfiff nicht an den Ball. Nächster Angriff. Nächster Ball auf Hüntela. Er setzt sich durch gegen Felipe. Und es gibt Elfmeter für Schalke 04. Chance aus 4:1. Chance, den Hannoveraner hier richtig fertig zu machen. Es gibt Gelb für Felipe, der da ein bisschen geschubst hat, ein bisschen gezogen hat gegen Hüntela. Ja, kann man geben, kann man geben. Und jetzt vielleicht hält Zieler den. Zieler gegen Hüntela. Und den macht er rein. Den macht er sowas von eiskalt rein. Unhaltbar sind für Zieler gegen die Ecke. Da bitte Innenpfosten rein. Der Hunter macht sein drittes. Er macht den Hattrick. 4:1. Hannover trotz guter Leistung mit 3 Toren hinten. Hatten auch ihre Chancen, die Tore zu machen. Aber Schalke ist da eiskalt. Hat alle 4 Chancen, die sie hatten, direkt genutzt. Da kam dann die nächste Flanke und dieses Kopfballduell hat Felipe dann mal gewonnen. So, jetzt Juf. So bin ich. Spielt den hohen Ball auf Juf, der kriegt den. Was macht er damit? Was kann er damit machen? Juf. Er gibt ihm einen Eckball. Nach Huschti jetzt. Ist die Ecke, da ist Hagui, aber der war schlecht. Hildebrand ist da. Kann ihn aus der Luft pflücken. Damit gehen wir mit dem Stand von 4:1 in die Halbzeit. Ja, für Schalke ist das Ding eigentlich schon fast gelaufen. Nachdem Holtby das 1:0 erzielte, hat Hannover 96 erst Hoffnung geschöpft, indem Subic dann das 1:1 erzielte. Aber dann kam dreimal der Hunter. Dreimal Hüntela. Und hat am Ende bei einem ziemlich ausgeglichenen Spiel 3 Tore erzielt. Und deswegen führt Schalke hier. Trotz nicht so super guter Leistung mit 4:1. Das sind Hannoveraner hier keine Chance. Nächster Angriff Schalke, nächste Ecke Schalke. Fafan. Schlägt die rein. Das ist wieder. Und er hat wieder den Abwurffehler, schenkt dem Gegner wieder den Ball vollkommen unnötigerweise. Holt sich den Ball dann aber gerade noch so wieder. Diesmal wirft er den Ball vernünftig ab. Leitner. Sollte seine extra Motivation heute jetzt auch nicht mehr viel bringen. Denn die sollte mit 4 Gegentoren eigentlich wieder ein bisschen geschmälert sein. Hüntela wieder. Ja, wird davon Hagen gefällt, das sollte mindestens gelb geben. Da gibt es auch die beide Innenverteidiger verwarnt. Ich werde auch gleich nochmal gucken, ob ich noch irgendwie einen Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger, wahrscheinlich eher ein Innenverteidiger werden, holen kann. Einfach nur so noch als Alternative. Da wir ja 3 Wettbewerben gleichzeitig unterwegs sind. Und dadurch dementsprechend viel Ausdauer brauchen und
dementsprechend viele fitte Spieler, die man dann auch mal von der Bank bringen kann. Da haben wir ja momentan nicht viel. Egimann wäre die einzige Alternative und der ist ja bei FIFA nicht so wirklich toll. Jetzt haben wir erstmal Angriff über Stindl, von dem war auch schon wieder lange nichts zu sehen. Vielleicht jetzt mal eine gute Aktion. Stindl bringt die Flanke. Ja, das war aber nichts von der Stiel. Wechsel bei Schalke. Ach, vielleicht kommt jetzt rein für Panetta. Wenn man so einen von der Bank bringen kann, dann weiß man auch, was die für eine Offensivqualität haben. Wir bringen wieder Rausch, der hat überzeugt zuletzt. Und Laudraff kriegt man nach langem wieder seine Chance. Und dann gucke ich mal, ob ich gleich noch Jagonan verringe irgendwie. Ich weiß nicht, ob es noch viel bringt. So. Ja, wir haben gesehen, wenn ich einwechsle, dann müssen wir jetzt frisch die 3 Jahre bringen. So. Der Torschütze der Hannoveraner geht raus. Und Hüntelaar mit seiner nächsten Chance. Der ist eiskalt, der Mann. Der schießt 4-mal aufs Tor und macht ihn 4-mal rein. 5:1 für Schalke 04, trotz ausgeglichener Leistung beider Teams, oder recht ausgeglichener Leistung. Mittlerweile ist Schalke etwas besser, aber nicht so viel besser, dass sie 4 Tore Führung verdient hätten. Wird hier wieder geschickt, diesmal von Schlaudraff, kann damit aber nicht viel machen. Mann, das wird wieder eine Demütigung. Und das wird wieder ordentlich auf die Moral der Spieler schlagen, das ist jetzt schon klar. Punkt kann man hier nicht mehr rechnen. Vier Tore werden uns definitiv nicht mehr gelingen. Rausch auf Schlaudraff. Der kriegt den Ball nicht. Aber kriegt wohl den Freistoß. Neustädter kommt jetzt für heute. Panda kriegt eine Freistoßchance. Ex-Schalker, und der war gar nicht schlecht, der Freistoß. Aber sie kriegen den Ball heute halt nicht ins Tor, der Hannoveraner. Ein Schuss von Sobich hat den zwischenzeitigen Ausgleich gebracht, aber dann kam, wie gesagt, 4-mal Hüntelaar, der jetzt mit 4 Treffern vermutlich auch die Torschützenliste da übernommen hat. Ja, nee, das wird nichts. Schalke weiterhin. Affelei. Draxler. Wieder Affelei. Diesmal Missverständnis auf der Seite. Einwurf Hannover. Was machen die jetzt mit Schmiedebach? Verlieren erstmal den Ball und damit die nächste Chance für die Schalker. Jones, Draxler, die spielen sich den Ball jetzt hier gerade ein bisschen wie im Training hin und her. Der Hannoveraner. Bei den Hannoveranern ist jetzt ein bisschen die Luft raus. Und so ist jetzt mehr Raum für die Schalker. Riesenchance für Draxler war das, glaube ich. Zieler war dann aber noch da. Der hat noch nicht abgeschaltet. Und dann bitte noch seine 7. Parade heute. Und da ist das nächste gewonnene Kopfballduell. Martin 6:1. Wir liegen mit 5 Toren hinten. Ich gucke mal auf die Statistik. Und es ist tatsächlich, die Schalke haben 7 Mal aufs Tor geschossen und haben davon 6 reingemacht. Das ist nicht wahr. Ja, mittlerweile ist die Führung für Schalke auch mehr als verdient. Zur Halbzeit stand es ja 4:3 in Schüssen, oder in Torschüssen. Es steht 7:3. Aber ganz ehrlich, beim Stand schon 4:1 ist ein bisschen eine Leistungssenkung bei den Hannoveranern eigentlich gar nicht mal so unüblich. Das kann man dann, glaube ich, auch verstehen. Aber 6 Tore sollte man sich allgemein nicht fangen. Und da ist das nächste. Affelei. Außen steht Fafan. Was macht der? Er bringt die Flanke. Und da ist Hüntelaar. Und dann hauten sich Zieler fast noch selbst rein. Und da wäre fast das nächste Kopfballtor. Riesenschwächen heute im Kopfballspiel der Hannoveraner. 3 Gegentore durch Kopfbälle. Und jetzt fast das 4. Kopfballstärke der Schalker macht sich in diesem Spiel belohnt. 2-mal vollstreckt Hüntelaar per Kopf, 1-mal Martip. Bei Hannover geht in der 2. Hälfte nichts mehr. Keine Chance, keine Offensivaktion, nur noch Schalke. Nächste Chance, Jones.
Fafan. Und er ist auch drin. 7-1. 8 Schüsse aufs Tor. 7 davon drin. Das wird jetzt, glaube ich, die höchste Niederlage, die wir hatten. Trotz richtig gutem Beginn. Am Anfang waren wir sogar die bessere Mannschaft zeitweise. Beim Stand von 1-1. Da war mehr drin. Und dann kam Schalke. Mit 4-mal Hüntela und dann war die Fit-Moral raus. Und seitdem spielt nur noch Schalke. Auch Schlaudraff hat vorne nichts gebracht bislang. Die Schalker lassen hinten gar nichts mehr zu. Kein einziger Pass mehr in die Offensive kommt an. Und im Gegensatz dazu in der Offensive überragend die Schalker. In 90% der Fällen keine Abwehrchance für Hannover. Und Schalke kommt und kommt, jetzt über Ushida. Da kann sich auch mal ein Außenverteidiger leisten, mal alte Gänge nach vorne zu bringen, denn Gefahr von Hannover kommt hier nicht mehr. Jones, Neustädter, Hüntela, was macht Ushida da draußen wieder? Wieder Jones. Die spielen sich den Ball hier fröhlich hin und her und Hannover kommt einfach nicht an den Ball. Nächste Flanke, nächster Kopfball, nächstes Tor, Draxler, 9-1. 8-1, okay. Minus 7 heißt das jetzt in der Tordifferenz. Das sollte man sich nicht erlauben. Das könnte noch teuer zu Füßen kommen hier für Hannover 96, die ja mit jetzt schon mit einigen Mannschaften punktgleich waren und jetzt dadurch, allein dadurch schon Plätze verlieren werden. Schlaudraff. Es kommt kein Angriff mehr durch für die Hannoveraner. Kein einziger. Das Spiel ist aus. Hannover verliert mit 8-1 gegen Schalke 04. Ja, dazu von mir keine Worte. 10 Schüsse, oder 10 Torschüsse, 8 Tore. Mann, das war eine Packung. Ja, wie gesagt, Anfangsphase für Hannover 96 extrem gut. Beim Stand von 1-1 war Hannover sogar zeitweise die bessere Mannschaft. Oder ja, zwischen dem 1-0 von Schalke und dem 2-1 von Schalke war Hannover die bessere Mannschaft. Wie gesagt, die 4 Tore von Hüntela haben es dann ausgemacht. Die haben dann die Moral geraubt. Und dann spielte nur noch Schalke 04. Ein Elfmeter, über den man sicherlich streiten kann, weil Hüntela muss da nicht fallen, kann man so auch sagen. Hat ja noch die Chance, an den Ball zu kommen, lässt sich dann fallen. In dem Fall entscheidet der Schiedsrichter auf Elfmeter wahrscheinlich auch für berechtigte Weise. Bayern stimmt Verkauf von Neuer zu. Naja, gut, dann werden sie halt kein Meister von mir aus. Wenn sie halt nicht Meister werden wollen, dann verkaufen sie Neuer. So. Ich sehe da unten gerade, dass uns der Pokal verarscht, denn die Statistik, die wir eben gesehen haben, hat uns angezeigt, dass wir gegen Nürnberg spielen müssen. So müssen wir gegen Bayer Leverkusen spielen, was durchaus schwierig wird. Sehr schwierig wird. Ich hoffe mal, dass wir gegen Bremen eine Chance haben werden und dann mal 3 Punkte holen. Denn immerhin sind die ja 17. Haben jetzt wieder verloren gegen Stuttgart. Ich hoffe mal, das 8-1 sitzt denn dann im nächsten Spiel nicht zu tief in den Knochen. Ich gucke nochmal jetzt kurz, ob wir uns irgendwie was holen können. Hier, kaufen wir mal. Gucken nochmal, ob was Neues auf der Transferliste steht, was Interessantes. Na, suchen, 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 suchen. Manuel Neuer unter anderem. Hätte man sich auch leisten können, theoretisch, ne? Wenn wir uns dann nicht Leitner geholt hätten und dafür vielleicht doch mal bei so einem Verkauf von Schuf zugestimmt hätten, hätten wir bestimmt genug Geld gehabt, um ein bisschen Neuer zu holen. Aber mit Ziele haben wir ja mit einem 81er-Torwart auch schon was Gutes hinten drin. Ansonsten ist hier nichts Interessantes drauf. Dann gucke ich einfach mal, was er kostet. Ich habe da gerade einen im Kopf. Ich guck mal, was er kostet. Kopfballstark. Das hat mich jetzt gerade nach dem Spiel eben ein bisschen gewurmt, dass Felipe und Hagui, die ja eigentlich recht kopfballstark sind, überhaupt keine Chance hatten gegen Hüntela und Matip. Und da kam mir jetzt eben gerade sofort Naldo in den Kopf. Könnten wir uns leisten.
Ist aber ein Rivale, Wolfsburg. Das wird dann mehr kosten. Aber ich glaube, das ist es mir wert. Hier Kopfballpräzision 90, Schusskraft auch 90. Faire Zweikämpfe 87. Vielleicht nicht der schnellste. Das ist wahrscheinlich seine große Schwäche, aber sonst machen wir das einfach mal. Bieten einfach mal den Preis, wie er so hier steht. Und gucken mal, was kommt. So, bin ich ja mal gespannt auf die Antwort. Ein paar Tage haben wir ja Zeit. Vielleicht kriegen wir noch eine Antwort in diesem Part. Ansonsten halt spätestens im nächsten. Transferphase geht ja auch nicht mehr lang. Da haben wir schon eine von ihm selbst. Momentan kein Interesse. Jetzt will uns Belgien haben. Ist schon besser, aber würde ich immer noch sagen, nein. Schulz nicht zufrieden mit Einsatz jetzt. Blablabla, da mit Boateng. Im Verkauf von Neuer zu. Muss ich nur noch einer finden, der ihn wirklich haben will. Ich denke mal, es wollen ihn genug haben. Vor allem, wenn die den für den Preis weggeben würden, dann wäre der bestimmt jetzt schon weg. Er ist in echt. So, gucken wir mal, was Wolfsburg dazu sagt. Salihovic will weg. Bayern ist momentan Tabellenführer und hat noch ein Spiel weniger als Dortmund und Hoffenheim. Okay. Transferangebot abgegeben. Der Spieler ist zu wertvoll für uns. Okay. Damit das, dann fällt mir jetzt noch ein anderer recht kopfballstarker Spieler ein. Im Schnellverfahren zum FC Barcelona. Na, da hat er noch einen gefunden und die Bayern haben jetzt eine neue Schwäche. Haben keinen Torwart mehr, der was kann. Naja, von mir aus, wenn sie sich ihre eigenen Probleme schaufeln wollen, dann können sie das machen. Ist nicht mehr mein Ding. Ist nicht mein Ding. Können machen, was sie wollen. Schadet natürlich ein bisschen wie deutsch Fußball. Ach, Kopper. Was will ich denn hier gucken? Ich will nicht nach Kupfer suchen. Hallo, ich will die Suche abbrechen. Ja, absuchen. Aber ja, blablabla, absuchen. Genau, ich will die Suche absuchen. Ja, es gibt kein Kupfer. Ich weiß gar nicht, ob das so geschrieben wird. Ich gehe einfach mal noch. Komm. Ich weiß nicht, ob er mit Doppel-P oder nur mit einem P geschrieben wird. Es kommt bestimmt noch sowas wie Company oder sowas. Oder Company. Ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird. Hier als Ergebnis bei raus. Marvin Kompea, doch mit Doppel-P. Hat nur 75. Oh Gott, nee. Doch nicht so eine gute Kopfballstärke, wie ich dachte. Wen gibt's denn da alles? Dante und Boateng sind wahrscheinlich überhaupt nicht zu erreichen für uns. Dann gehen wir mal nach den Attributen. Rolle Innenverteidiger. Jawohl. Gucken wir mal nach Kopfball. Gibt's sowas hier? Kopfball, da wollen wir gerne mal einen mit 80 haben. Dann hätte ich einen maximalen Marktwert von 10, maximalen Gehaltswert von 50. Suchen wir mal. Was gibt's denn da Schönes? So auf dem Markt. Suchen, 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 suchen. Hageland. Geil, DD. Carvalho. Ricardo Carvalho. Zu alt. Dawson. Naidoo hatten wir schon. Alex von Paris Saint-Germain. Martin de Michelis. Aha. Sollte ich da vielleicht noch ein bisschen höher gehen? Warte, gucke ich mal hier nach Betrag eingeben. Gehen wir mal runter auf 8. Nein, nicht auf 80. Gott. 0. Hier wollte ich auf 8 gehen. Gehen wir mal hier hoch auf. Ach, wir haben nur 5. Ach so, doch, stimmt. Ja. War richtig. Gehen wir mal hoch auf 80. So. Was gibt's denn da Schönes? Na, FIFA? Kannst du ruhig ein bisschen schneller suchen?
Rio Ferdinand, auch schon ziemlich alt, genauso wie Lucio. Dante ist eine Möglichkeit. Lescott ist eine Möglichkeit. Maxess ist eine Möglichkeit. Skrutel ist auch nicht schlecht. Mertesacker. Aha. Machen wir mal ein paar Angebote, würde ich sagen. Setzen wir mal Anfrage zu Mertesacker. Ist ja auch ein ehemaliger Hannoveraner, nicht wahr? Angebot für Kauf. Bieten wir mal einfach die 6. Ja. Und dann machen wir einfach nochmal ein sporadisches Angebot für Dante. Ich möchte auch gerne so ein paar bekanntere Spieler, nicht nur so ein paar No-Names, die zwar richtig gut sind, aber die keiner kennt, sondern ich möchte gerne Spieler nehmen, die ich auch selber kenne. Rizão kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. Von Benfica, wenn ich das da richtig sehe, das Zeichen. Na, Ferdinand wird zu teuer sein, also den wird uns sonst nicht geben. Mache ich noch ein Angebot für Lescott. Und dann gucken wir mal, was wir bekommen. Ob wir überhaupt was davon bekommen. So. So viel dazu. Ja, warte mal. Ach, jetzt sucht er das nochmal, ne? Ich wollte dafür Maxess 1 abgeben und jetzt sucht er die ganze Kacke nochmal ab. Boah. Ja, such nochmal. Wir wissen ja schon, was da für Ergebnisse bei rauskommen. Ich wollte einfach nur nochmal nach rechts zu den Spielern da gehen. So. Hier. Wenn wir schon dabei sind, ein paar Abgebote abzugeben, dann machen wir hierfür auch noch eins. Für den Argentinier. Ist, glaube ich, ein Argentinier. Und dann gucken wir mal, ob jetzt schon eine Antwort kommt vorm Bremen-Spiel. Anfrage zu Per Mertesacker. Der würde tatsächlich kommen. Ach was. Ja, den würde ich auch nehmen. Dann motivieren wir uns nochmal nach dem letzten Ergebnis. Und dann sage ich mal, ob wir was bekommen von den Spielern oder nicht, ob wir noch einen hochkarätigen Innenverteidiger bekommen für die restliche Saison. Das sehen wir dann alles im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Der wird dann ziemlich spannend, der Kampf um den Innenverteidiger. Ja, also, bis dann und auf Wiedersehen.